Willkommen zurück bei dem Zuschauer bei Dust and Elysian Tale. Und ja, wir sind immer noch in diesen unterirdischen Höhlen unterwegs. Und werden hier wohl ziemlich angekotzt. Ja, das können wir uns gut beschreiben. Wow. Ah, wir haben ihn aber gekriegt. Und wir regenerieren tatsächlich Lebenspunkte. Kein Ausweg. Warum kein Ausweg? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum kein Ausweg? Nein, das können wir nicht schlagen. Und hier ist auch sonst nichts, was wir schlagen könnten. Hier kommt das Zeug unendlich runter, wie es mir scheint. Na komm, geh weg. Also, wo haben wir was übersehen? Hier geht es nämlich gleich wieder hoch. Hä? Au. Runter, runter, runter. Runter. So, hier müssen wir durch. Ach, ihr da oben. Wie konnte ich euch übersehen? Save Point? Ja. Sehr schön. Au. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt richtig gehe, aber... Oh ja. Wow. So, weg mit euch. Da ist eine Truhe, die will ich haben. Genau, weg mit euch. Gib mir die Truhe. Ups. Neuer Versuch. Auch ein Bauplan für die Bergarbeiterrüstung. Was will bitte dafür sein blitzendes Ding? Zwei so Röhren und noch was anderes. Spritzkäferauge, zwei so Florn-Tentakeln und ein Florn-Funke. Oh. Oh. Moment mal, sind das Florns? Nein, das war was anderes. Das sind Steinfühler, was ich da gerade sammle. Okay, sie droppen wenigstens viele blaue Pilze. Naja. Also, wenn man hier runterfällt, fällt man nur in die Todesfalle. Oh. Oh. Knapp, knapp. Ja. So, jetzt können wir hier runter weiter. Und es wird dunkel, hm?
Ah, hier könnten wir entweder die Blitzbomben nehmen oder... Welcher ist der bessere Ring? Der da. Dann wirst du mal durch den Lichtring ersetzt. Na, wir nehmen doch die Blitzbombe. Die Bombe mit. Die leuchtet nämlich besser als der Ring. Hoffentlich fängt sie jetzt nicht bald an zu ticken. Das wäre nicht so toll. Oh, eine neue Bombe. Jetzt haben wir zwei von euch. Hm? Drei. Ah, Speicherpunkt. Links oder rechts? Ich versuche es erstmal hier lang. Hier scheint eh nur ein Gebiet zu sein. Au. Okay, rote Pilze sind schon mal richtig. Hier sollte es ja dieses Mooszeug geben, ne? Und ja, ich habe noch zwei Blitzbomben, die mir folgen. Und jetzt? Ah, da lang. Truhe. Heilzeug. Und noch andere schicke Sachen. Und der Weg runter. Hm? So, komm mal mit Bombe. Na, so war das nicht geplant. Dann komm mal du mal mit. So, so. Hoch. Jetzt springen wir selber gegen die Stacheln. So. 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 Ah, hier drüben gibt es sogar noch was. Ah ja, Stacheln. Und wieder abwärts, bitte. Heilen wir uns mal ein bisschen, bevor wir über den Jordan gehen. Oh, oh. Ah, die Bomben scheinen den Wasserfall nicht so zu bekommen, beziehungsweise der Wasserfall scheint den Bomben nicht so zu bekommen. Ah, hier geht's hoch. Dann geht's hier lang. Da geht's zur Kiste. Und hier lang. Ah ja. Bingo, da ist das rote Moos, hä? Wie viel brauchen wir denn davon? Über den rotes Moos. Du hast ein paar Klumpen mehr. Okay, das war's dann wohl hier. Rotes Moos, drei Klumpen. Ist das Material zufällig? Nö, das ist einfach nur Zeug. 1, 2, 3, 4, 5 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Drei Materialien haben wir noch nicht katalogisiert. Welche drei denn? Den Steinpanzer, den Trollfinger. Ach, und die Florntrüfunke. Den Florntfunken. So, wieder ab hier runter. Und dann nehmen wir die andere Bombe mit in die andere Richtung.
hier ist auf jeden Fall noch was, hä? Was gibt's denn hier Tolles? Nein, hier ist der Rückweg. Das hier ist einfach nur der Rückweg. Ups. Save Point, hier geht's weiter. Na, wenigstens leuchtet ihr Gegner hier, ne? So. Blaue Pilze. Und hier ist es wieder hell und groß. Und wieder mal ein Trollk. Au. So, jetzt aber. Und die lassen schön brav ihre Finger da. Hm? Fidget verbessern. Hochheilen und weitergehen. Okay, da wollte ich eigentlich keine Feuersäulen hinhaben, aber das hat trotzdem was getroffen. Au, das war Kette zerbrochen, das war nichts. Das war richtig. Der hatte keinen Finger, der hatte dafür was anderes dabei, hä? Naja, ein Trollpanzer. So, weg mit euch. Oh, wir sind fast am Ziehen, hä? So, gegrillte Riesengottesanbieterin. Oh. Oh. Bist du tot? Ja, du bist tot. Oh, wir haben schon Level 15 erreicht. Ihr haltet echt nicht viel aus, Jungs, ne? Aber wenigstens droppt ihr einen Haufen Geld. Warme Brezel. Ja. Warum nicht? Warum hat so ein Vieh eine warme Brezel dabei? Bauplan Ring des Lehrlings. Hm? EP-Bonus, Angriff, Regeneration, Glück. Der hier klingt nice, aber dafür brauchen wir auch solche Röhren. Für den bräuchten wir noch eine Trollklaue. Und der bringt nicht besonders viel. Naja. Genau, von euch brauchen wir eigentlich Materialien. Aber die gibt ihr uns ja nicht so. Ah, beißt du mich von hinten. Ja, die gibt ihr uns ja nicht freiwillig. Ist hier eigentlich ein Schatz oder sowas versteckt? Hier geht's auf jeden Fall runter, hm? So. Ja, explodier ruhig. So, ich würde mal sagen, an dem Speicherpunkt hier, lass mal das Gold hier noch einsammeln, mache ich erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.